erstmal sagen, moin moin, herzlich willkommen hier an Bord unseres Traumschiffes, der Seebeek, zu unserer einstündigen Alster-Rundfahrt. Dass wir abgelegt haben, haben Sie, glaube ich, gerade schon mitbekommen, hinter uns vom Jungfernstieg, und damit befinden wir uns jetzt und schon mitten auf der Binnenalster. Ja, schauen Sie mal kurz an der Binnenalster um. Eigentlich ist es hier nichts weiter als ein 4x400 Meter langbreites, rundherum gemauertes Becken, denn alles, was Sie hier sehen, das gehörte früher mal zur inneren Stadtbefestigung der Stadt Hamburg. Deswegen unterteilen wir übrigens auch zwischen Binnen- und Außenalster in Hamburg. Hier Binnenalster innerhalb der alten Stadtbefestigung und Außenalster davor. Das heißt, da vorne bei den Brücken hörte Hamburg im 13. Jahrhundert damals einfach auf. Heutzutage ist das Ganze ein bisschen weitläufiger, und das werden wir uns während dieser Tour auch mal ein wenig anschauen. Ein paar Kleinigkeiten, sagt mein Chef, soll ich am Anfang einmal erwähnen. Punkt Nummer 1 ist einmal das Thema Rauchen. Rauchen am Bord dieses Schiffes ist komplett verboten. Das geht hier drinnen, genau wie draußen auf dem Freideck. No smoking on board, please. Thema Nummer 2 ist das Thema Handys. Handys bitte ich Sie während der Fahrt auf lautlos zu schalten und Telefongespräche, soweit es geht, auf nach dieser Fahrt zu verschieben. Please put your mobile phones on the silent mode. Thema Nummer 3, Essen und Trinken. Wenn Sie was mitgebracht haben, dürfen Sie das gerne konsumieren. An Bord leider haben wir zurzeit nichts. Der Automat ist gerade in der Wartung. Der letzte Punkt, falls das Ganze, was wir gegessen haben oder was Sie trinken sollen, während der Tour wieder raus muss, Sie brauchen die Stunde nicht sitzen bleiben mit hochrotem Kopf, zusammengekniffenen Beinen. Nein, wir haben eine Toilette mit an Bord. Die befindet sich hinten draußen, sich auf dem Freideck. Wenn Sie da rausgehen, sehen Sie erstmal die Reling, und gegenüber von der Reling an der linken Seite ist dann eine Holztür, und dahinter, sage ich immer gerne, ist dann der Wellnessbereich unseres Schiffes. Das Bord-WC darf jederzeit gerne genutzt werden. If you're looking for the restrooms, it's in the back of the ship at the outside. There you see a wooden door, and behind us you have the spa area of this boat. Yeah, for English kids, if you want this trip in English, you can start up your smartphone now, go to the Wi-Fi network audio guide, then type on your browser audio.guide, then it's you can choose your language, only English is working for now, then you click on English, and the rest works automatic with GPS, just plug in your headphones if you use this system. Ja, ansonsten verlassen wir jetzt die Binnenalster, wir fahren raus auf die Außenalster. Zwei Brücken gibt es zu unterqueren. Die erste voraus direkt ist die Lombardsbrücke, ist im Jahre 1868. Die Lombardsbrücke selber reichte relativ kurz nur aus. Bis zum Jahre 1902 hat sie sich entwickelt zu einer der meistbefahrensten Brücken von ganz Hamburg. Ja, man überlegte, eine zweite zu bauen, allerdings war Geld nicht vorhanden. Ohne Geld kannst du halt keine Brücke bauen, das wusste der Hamburger schon recht früh. Ja, und was hat man gemacht? Was passte von dem kleinen Budget? Eine Verbreiterung. Die sieht man wunderbar unterteilt am Anfang, die alte Brücke, und ein Stückchen weiter sieht man jetzt den Anbau aus dem Jahre 1902. Zum Glück, auch wenn das Budget knapp war, sieht man es nur, wenn man unter durchfährt. Von außen fällt das nicht auf. Wenn Sie mal schauen, von außen sieht es wirklich aus wie eine Brücke. Wenig später führte man den Schienenverkehr hier oben rüber, Richtung Dammtor, einmal zum Sackbahnhof, und dann brauchte man wieder eine zweite Brücke. Sie war im Gespräch, 1953 fertiggestellt. Vor uns haben wir sie, die sehr einfallsreich benannte neue Lombardsbrücke. Allerdings knapp 10 Jahre später wurde sie nochmal umbenannt, nämlich nach dem Attentat auf den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, ihm zu Ehren dann in Kennedy-Brücke. Haben wir beide Brücken unterquert, dann sind wir offiziell auf der Außenalster angekommen. Ja, Sie haben sich einen schönen Tag ausgesucht, auch wenn es jetzt so ein bisschen auf Abend zugeht. Es ist trotzdem ganz nett auf der Alster. Ne? Das ist der perfekte Saisonabschluss. Heute ist ja der letzte Tag unserer Saison hier. Ab morgen haben wir nur noch eine einzige Fahrt im Angebot. Auf jeden Fall, der Blick hier voraus ist echt schön. Ich meine, davon haben Sie jetzt gar nichts. Das wollen wir aber mal ändern. Ich drehe mich jetzt zur rechten Seite ab, und dann haben Sie hier zur linken Seite schon mal einen wunderbaren Überblick über das Fahrgewässer Außenalster. Viele gucken sich die Außenalster mal an,
Bahn, was ich so ganz oft höre, ist immer, oh, Hamburg hat ja richtig Glück gehabt. Ne? So einen richtig schönen See hier in der Stadt. Allerdings muss ich Ihnen sagen, mit Glück hat das nichts zu tun und See ist das Ganze auch nicht. Die Alster, alles was Sie hier sehen, ist komplett künstlich. Die Alster so ist eigentlich nichts weiter als ein Fluss. Dieser Fluss, der wurde aufgestaut dann im 13. Jahrhundert. Da kam nämlich der damalige Müller Johann Heinrich Rehse auf die Idee. Der wollte die Kornmühle betreiben. Und zwar die stand direkt links vom Jungfernstieg heutzutage, wenn man es so sieht. Links vom Jungfernstieg an der Rehse-Dammbrücke. Ja. Aufgestaut hat das Ganze am Jungfernstieg selbst, der Rehse-Damm hieß. Vorher, müssen Sie sich mal vorstellen, all das hier war komplett weg. Der Fluss Alster, gerade mal so breit wie das Schiff, auf dem wir uns befinden, schlängelt er sich hier durch und durch die Stadt Hamburg. Also der perfekte Fluss, um eine Kornmühle zentral in der Stadt zu betreiben. Der Müller holte sich eine Genehmigung, die lief aber gerade mal auf 40 Hektar. Ja, ungefähr das Doppelte der heutigen Binnenalsterfläche. Da fällt Ihnen, glaube ich, eins auf, es ist um einiges mehr geworden, nämlich 185 Hektar. Das entspricht mal soeben der Fläche dem des Fürstentums von Monaco oder auch der Hälfte vom Central Park in New York. Das ist schon eine ganze Menge. Was ist passiert? Man hat nicht gedacht, dass das Land hier draußen sehr morastig war und es ist mit der Zeit alles schlichtweg gesättigt und abgesackt. Hätte das Land jetzt niemand gehört oder hätte das Hamburg gehört, kein Problem, aber Hamburg war hier hinter uns knapp vorbei, wie ich erzählte. All das hier draußen gehörte damals der Kirche, die hat hier Viehzucht und Landwirtschaft betrieben und deren Felder und Wiesen waren jetzt weg. Die standen bei Hamburg vor der Tür, wollten es ersetzt haben und Hamburg hat ganz frech geantwortet, wo erstmal keiner wusste warum. Und zwar haben die gesagt, zahlen wir euch zum Wasserpreis. Das war natürlich kein Deal, ne? Für die Kirche, die hätten viel mehr kriegen können. Die haben auch nicht zugestimmt. 11 Jahre lag man im Streit. Erst dann kam raus, warum Hamburg da nicht zugestimmt hat. Die hatten Angst, pleite zu gehen, wenn man eine so große Fläche auf mal kauft, die ja größer als Hamburg damals war. Ja, 10 Jahre hat es gedauert, dann hat man die Kirche ausgezahlt. Wir sind wirklich an einer kleinen Katastrophe vorbeigeschrammt. Denn wäre Hamburg wirklich pleite gegangen, hätte man das nicht ausgleichen können, hätte Hamburg höchstwahrscheinlich, hat man nachgefragt, heutzutage zu Hamburg gehört. Das war das Dichteste, was damals dran war. Die ersten, die Anspruch gehabt hätten, bis zu 150 Jahren war Hannover ganz dicht dran, denn die Elbinsel Wilhelmsburg war noch in hannoveranischem Besitz. Ja. Wir haben es geschafft, wir sind nicht Hannover, wir sind Hamburg. Ne? Und ich finde, wenn man die Story kennt, kann man das auch richtig wertschätzen. Ich sage ja immer das hier, das war wohl der schönste Fehler, der der Stadt Hamburg jemals passiert ist. Denn welche andere deutsche Großstadt kann schon behaupten, dass sie einen so schönen großen Mühlenteich mitten im Stadtzentrum gelegen hat? Zur Wassertiefe? Vielleicht haben Sie ja schon mal innerlich so geraten, wie tief das sein könnte. Also an der Binnenalster, wo wir los sind, hatten wir eben 2,50 Meter. Das ist die maximale Tiefe dort. Und hier auf der Außenalster sind es maximal 3,70 Meter mit einem Durchschnitt angegeben von 1,80 Meter auf den Karten. Das heißt, wir haben hier eines der flachsten Gewässer von Norddeutschland. Wie gesagt, an der Geschichte spiegelt sich das auch wieder. Ich persönlich habe auf die Karten mal geschaut und da gibt es wirklich viele Stellen, auch irgendwo in der Mitte immer mal, ne, so kleine Untiefen. Da kann man als großer Mensch tatsächlich wunderbar stehen. Ich meine, als Kleiner auch, aber da guckt man halt nicht raus, ne? Klar. Qualitätsmäßig ist es eigentlich recht gut, auch wenn Sie jetzt sagen, ich kann ja nicht mal den Grund erkennen, das ist eher so ein gesundes Braun, ja, ist wirklich ein gesundes Braun. Also die Alster ist ein Moorgewässer, wir haben hier Sand und Sediment drin, macht die Qualität nicht schlecht, die liegt hier ein paar Mal im Jahr, wird immer gemessen, bei Qualitätsstufe 2, das ist eine von Trinkwasserqualität. Also als gesunder Mensch könnte man das hier tatsächlich sogar trinken. Nur warten Sie nicht, dass Alsterwasser wie Alsterwasser schmeckt, laut Erfahrung schmeckt das eher fischig und morastig. Musste ich leider schon mal Bekanntschaft mitmachen, nachdem ich einen Segler, der gekentert war, rausziehen wollte. Er ist in Panik verfallen, hat mir in der Schulter gegriffen und einmal in der Rolle ins Wasser gezogen. Das schmeckt wirklich nicht, das Zeug. Ja, nach der Industrie über die Zeit hat sich dann irgendwann der Sport hier so etabliert. Das erste ist das Rudern. Rudern haben wir jetzt hier vom Ruderclub Alemannia von 1866, steht groß dran. Da sehen Sie mal, wie diese Boote aussehen, umgedreht auf den Ständern. Der älteste ist es nicht, Gesundheit. Der älteste ist links hinter uns, so ein weißer mit einem grünen Dach. Das ist Hamburg Germania aus dem Jahre 1832. Das haben übrigens auch keine Hamburger erfunden, behaupten einige tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen sein soll. Wahrscheinlich haben sie den Stamm ins Wasser gepackt, ausgehöhlt, zwei Paddelrahmen und rudern. Nein, britische Studenten haben das in Wirklichkeit nach Hamburg gebracht. Und das ist
ist für uns Deutsche richtig gut gelaufen, denn 60% der heutigen Olympiasieger, die sind auf der Alster groß geworden. Also gar nicht schlecht für uns. Die zweite Hauptsportart, so ein bisschen noch unterwegs, das ist wirklich nicht viel, das ist jetzt Ende der Saison, das ist das Segeln. Auch Segeln hat eine große Besonderheit. Segeln darf auf der Alster nämlich jeder. Die Alster ist ein segelscheinbefreites Gewässer. Ich bin jetzt knapp 8 Jahre dabei, also im 8. Jahr, und ich glaube, eine Sache darf ich mir erlauben zu sagen, das siehst du auch. Wirklich, ja, nach kürzester Zeit sind so viele Leute hier mit dem Segelverein unterwegs, wie sie es dann nicht gehört. Nämlich dann mit dem Segel nach unten, Schwert nach oben und die Besatzung schwimmt drumherum. So hat man es wirklich ganz häufig. Die meisten unterschätzen die Alster. Ich meine, wenn Sie sich mal umschauen, hätten Sie gedacht, dass das hier eines der anspruchsvollsten Segelreviere von ganz Deutschland ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Das sieht aus wie so ein Planschbecken. Ich meine, heute ist kaum Wind, da ist es wahrscheinlich auch nicht so schwer. Aber kommt ein bisschen Wind auf, ist die Besonderheit halt, dass die Stadt ringsherum ist. Durch die Gassen, die wir hier überall haben, da fegt der Wind durch, er kanalisiert sich. Das heißt, wir haben ständig drehende Winde, auch über die Dächer gehen Abfallwinde. Ein Segler, erzählen wir mal. Es fühlt sich an, wenn die Flucht von so einer Gasse kommt, als wenn von der Seite so ein Hammerschlag Wind eintrifft. Wenn man das weiß, dann kann man sein Gewicht verlagern, kriegt noch einen ordentlichen Powerschub und gut ist. Weiß man das nicht, dann wird man schlichtweg umgehauen. Von einem auf den anderen Moment. Das kann hier ziemlich böse ausgehen. Warum? Gucken Sie sich mal die Masten der Segelboote an und denken Sie an die Wassertiefe. Ja, wenn sie da durchkentern, dann bleiben sie mit dem Mast im Schlick stecken. Das habe ich gar nicht mal so selten beobachtet. Ich glaube 40, 50 Mal dieses Jahr. Also da steckten die Leute fest und kamen dann auch alleine nicht wieder raus. Könnte man verhindern, ganz leicht, wenn man sich so ein Segelboot kauft, als Anfänger oben drauf einfach so einen Ball rauf machen. Der erzeugt den Auftrieb, dann kann man nicht durchkentern. Zumindest nicht so leicht. Macht aber keiner. Warum? Sie würden ja zeigen, dass Sie Anfänger sind. Also insofern müssen Sie dann halt Ihre Erfahrungen selber machen. Der Segler, den ich hatte, der mir das erklärt hat an Bord, der hat mir noch ein paar Seglersprüche auf den Weg gegeben. Was die meisten Segler sagen und helfen, ist ja meist nicht. Da sind so Sprüche, die sind mir hängen geblieben, zwei zumindest. Ne? Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt. Ne? Sag, hast du noch einen, wenn die Sonne mal nicht scheint? Ja, weht der Wind auf das Kiel, war der Wind wohl ein bisschen viel. Bisschen gehässig, ne, aber irgendwie doch ganz cool. Ja, eine Sache werden Sie nicht finden dafür, dass jeder segeln darf, rudern, was auch immer. Ne? Das ist ein reines Muskel- und Windkraftrevier. Also wir haben hier keine Motorboote, Jetskis, Yachten, Gleiter, die hier rumfahren. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wie uns zum Beispiel von der Alster-Touristik, die Wasserschutzpolizei, DLRG bei Großveranstaltungen, Trainerbegleitboote von den Ruder- und Segelclubs, zwei pro Club sind da erlaubt, die fahren rum. Und ja, ziehen die Schützlinge im Zweifelsfall aus dem Wasser raus. Ja, hier vorne ist dann auch schon die breiteste Stelle der Außenalster erreicht. Knapp 1 Kilometer ist es hier in der Schwanewiegbucht, breit von Ufer zu Ufer. Schwanewiegbucht heißt das Ganze übrigens, ja, durch die Schwäne, also Schwanbucht, da kann man sich schon denken. Woher kommt das aber? Ganz einfach, hier an der rechten Seite ist so eine notdürftig gepflegte Brücke. Dahinter ein kleines Becken, das ist die Hohenfelder Bucht. Das ist das alte Winterquartier unserer Schwäne. So, jetzt sagen die Hamburger sich, ah, hier war das. Und der Rest sagt sich, Winterquartier, Schwäne, was ist das für ein Kram? Ja, also ist eigentlich ganz leicht zu erkennen, wenn man sagt, dass wir Hamburger über die Jahrhunderte so einen richtigen Fable, so einen Spleen für Schwäne entwickelt haben. Wir sagen nämlich, nur solange es unseren knapp 120 Alster-Schwänen gut geht, nur solange geht es auch der Stadt Hamburg gut. Aus diesem Grund gibt es seit dem Jahre 1818 auch bereits ein Amt für Schwanwesen, mit heutzutage immer noch einem Beamten, das ist zurzeit Olaf Nies. Olaf Nies, er wird der Schwanvater genannt, er ist so eine Art Tierarzt und kümmert sich hier das gesamte Jahr um das Wohlergehen dieser Schwäne. Zum Winter ist es bis heute Tradition, also nächsten Monat ist es jetzt soweit, dass alle Schwäne nochmal an der Rathausschleuse zusammengetrieben werden. Mit vielen Helfern werden 20 in kleine Boote gepackt und nicht mehr hierher gebracht. Man sieht auch schon, die Straße ist da genauso ein Dreieck, das ist zu laut geworden, viel zu klein. Man hat in den 60ern Neues gebaut und zwar am Flussverlauf Alster, am Erpenbauer Mühlenteich. Da haben die was ganz Besonderes, immer was zu futtern, eine medizinische Versorgung und falls es frieren sollte, kann man das Becken da im Winter sogar beheizen. Das heißt, den Schwänen geht es im Sommer wie im Winter richtig gut. Eine Sache sollte man unbedingt mal beachten, weiß die Wissenschaft seit 20 Jahren, in den Köpfen der meisten Menschen ist nicht angekommen, füttern.
tut Wasservögeln nicht gut. Ob es jetzt Brot ist, Chips, Burger, Pommes, irgendwas, da werfen sie nichts ins Wasser. Gerade hier an der Alster ist es strengstens verboten, nämlich kostet 60 Euro, wenn sie erwischt werden. Auch dieses Jahr haben wir wieder 8 Tiere verloren an Überfütterung. Die werden davon schlichtweg krank, kriegen Verdauungsprobleme, werden anfällig für Krankheiten von Zugvögeln oder auch die Blaualge entwickelt sich hier. Das erste Jahr hat man das vor 2 Jahren jetzt gemacht, da haben wir über 30 Schwäne verloren und hat sie Schwäne im Sommer, um sie vor dem Mensch zu schützen und der Blaualge am Ende ins Winterquartier geholt. Also das ist bei uns schon ein ziemlich fettes Thema, denn als ich hier angefangen habe, habe ich erzählt, wir haben um die 180 Alsterschwäne und es werden immer, immer weniger. Es ist heute echt Wahnsinn, ne? Das Wetter ist so gut. Selbst da vorne in der Ecke, da sitzen ganz viele Menschen. Das ist so die Spitze der Schwanewiegbucht, könnte man sagen. Hier schräg rechts voraus. Also ich sehe es gerade, Sie sehen es auch gleich. Da ist so eine kleine Hütte. Das war eigentlich mal ein öffentliches WC, so wie sie ganz häufig damals hier verteilt waren. Die öffentlichen WCs gibt es nicht mehr. Die sind umgebaut worden, ganz oft zu Cafés. Das hier ist so eine Art Beachclub ohne Beach, sage ich immer, ne? Also so wird es geführt, die alten Perle. Da kann man heutzutage wunderbar sitzen, was trinken, nette Leute kennenlernen und ich verspreche, ich war öfters da, von der eigentlichen Nutzung schmeckst du heutzutage wirklich nichts mehr. Ne? Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Treffpunkt. Jetzt fragen Sie sich, warum treffen sich die Leute denn unbedingt da? Das erklärt die Straße dahinter, nämlich die Straße dahinter nennt sich Schöne Aussicht und der Name ist Programm. Dann gucken Sie jetzt mal zur linken Seite. Wir haben hier einen der besten Überblicke über die Skyline oder auch die Krone der Hansestadt. Ich weiß, die Fenster sind nicht so toll dafür, auf dem Freideck geht es auch nicht, aber wenn Sie möchten, kommen Sie hier gerne nach vorne und machen Sie hier mal ein Foto, ne? Also fensterlos über die Stadt. Übrigens, wir Hamburger nennen das hier die Krone der Hansestadt. Das kommt durch die ganzen Kirchtürme. Die Kirchtürme, die sollen so die Zacken dieser Krone einmal darstellen. Wenn Sie möchten, können wir die einmal durchgehen. Also ich würde ganz rechts außen anfangen. Wenn man direkt davor sitzt, ne, ich orientiere mich immer an den beiden Brücken, die wir unterquert haben. Und rechts daneben starten wir mit dem Turm, den eigentlich jeder kennt, mit der großen Turmuhr und der Aussichtsplattform. Das ist die St. Michaeliskirche oder auch einfach der Michel genannt. Links daneben sind wir bei den beiden Brücken, die wir unterquert haben. Und dann das erste Türmchen mit der grünen Spitze, das ist das Hamburger Rathaus. Im Hintergrund ein spitzes, zackiges Dach mit ganz viel Glas, kennt auch jeder, die Elbphilharmonie. Davor noch die Nikolaikirche, ein Mahnmal gegen Krieg und Verfolgung. Danach sind wir dann schon links daneben bei dieser kastigen, spitz zulaufenden Kirche an der Mönckebergstraße, Hamburgs älteste, die Petrikirche. Danach kommen wir zu einer Seefahrerkirche, das ist die mit den 2 Ebenen, da vor dem Qualm. Ne? Das ist die Katharinenkirche. Und wenn Sie mal genau hingucken, ganz oben an der Spitze sehen Sie so eine goldene Krone einmal rum, bei der behauptet der Hamburger, die kommt legendär aus dem Schatz des Seeräubers Klaus Störtebeck. Ja, schöner Mythos. Links daneben, ich hätte fast noch gesagt, eine Rakete mit Boostern an der Seite. Das ist die durch. Ja, wir setzen unsere Fahrt dann langsam fort, weiter nördlich hinauf. Ein Stück müssen wir noch fahren, da hinten machen so eine kleine Regatta. Das ist eigentlich durchbrechen. Haben Sie vielleicht noch mal so ein bisschen die schöne Aussicht beobachtet, na, also die Straße.
Das meiste sind Privatvillen. Also eigentlich sind alles Privatvillen, bis auf eine einzige. Und zwar die letzte hier, vor der nächsten Brücke. Die kommt jetzt gleich zum Vorschein. So eine weiße mit einem schwarzen Schieferdach. Das ist das Gästehaus des Hamburger Senates. Alle wichtigen Staatsgäste der Stadt Hamburg werden seit dem Jahre seit die Feenteichbrücke. Sie legte am Privatanleger an, wurde mit Live-Musik vielen Politikern begrüßt. Sie durchschnitt das Band, schaute sich um und löste einen kleinen Skandal aus. Sie meint nämlich, ja Mensch, ist ja wirklich ganz nett hier, aber ich glaube, ich übernachte doch lieber auf meiner Yacht Britannia. Nein. Hat dem Ganzen keinen Abbruch getan und die Royals waren trotzdem noch oftmals hier, jetzt das letzte Mal zur Elbphilharmonie-Eröffnung. Aber haben Sie darauf geachtet, mit welchem Schiff die Queen damals gefahren ist? Mit der Seeweg. Wo sind wir gerade? Auf der Seeweg. Tatsächlich, ne? Jetzt halten Sie das wahrscheinlich wie so einen kleinen Touristen-Gag, damit Sie sich gut fühlen, aber ich kann es beweisen, wir haben es ja schon gesehen, ne? Hier vorne hängt eine Plakette direkt unter mir und auf der steht drauf, dass im Jahre 1965 dahinter landet dann ein Gebäude, was viele mal nicht so erwarten. Dieses türkisfarbene mit der großen Kuppel und den zwei Minaretttürmen. Das ist die iranische Imam Ali-Moschee aus dem Jahre 1965. Nach 2 Jahren Bauzeit fertiggestellt, war sie hier eine Spende von iranischen Kaufleuten. Gedacht war sie für eine ganz spezielle Personengruppe, die sich hier in Hamburg breit gemacht hat zu der Zeit, nämlich Teppichhändler. Ja, und Teppichhändler haben es bis heute auch richtig zu was gebracht, denn Hamburg ist aufgestiegen zum zweitgrößten Teppichumschlagsplatz der Welt. Ja, aber mit Gotteshäusern, da haben wir hier in Hamburg wirklich alles. Wir sind so eine typische Seefahrer- und Handelsstadt. Jeder findet für seine Religion das dazugehörige Gotteshaus bei uns. Zum Beispiel unsere Niederlande-Bruderschaften. Wir haben aktuell 52 Moscheen, wir haben 6 buddhistische Tempel, eine Synagoge, 138 evangelische, 82 katholische Kirchen, viele christlich-afrikanische Kirchen, viele, viele andere und auch ein paar Sekten dazu. Also da ist wirklich alles vorhanden. Hier rechts gucken Sie mal. Da stand das Fährhaus. Da ist jetzt eine Hundefreilaufwiese. Eine von 3, wo Sie einen Vierbeiner laufen lassen können, ohne Angst haben zu müssen, dass das Ordnungsamt hinter Ihnen steht. Was ganz schön ist, was übrig geblieben ist vom Fährhaus, ist dieses weiße Gebäude aus dem Wasser. Sehen Sie das mit dem Hamburg-Wappen? Das ist der Ruderclub, der zum Uhlenhorster Fährhaus gehörte. Jetzt gehört er der Hamburger Schulbehörde. Jeder Hamburger Schüler kann dort unabhängig vom Notendurchschnitt, aber was ich noch besser finde, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, einmal das Rudern erlernen oder zumindest die Schnupperkurs machen. Das Ganze geht nur, wenn der Sportlehrer Lust hat. Das Programm geht über 6 Wochen. 2-mal die Woche ist man dann dort für ein paar Stunden nach der Schule und lernt den Rudersport kennen. Eine ganz schöne Sache. Was ich persönlich noch viel besser finde, also aus meiner Perspektive, ist die Wohnung da drüber. Das ist nämlich die wohl beliebteste Hausmeisterwohnung von ganz Hamburg. Im Langzug, so nennt sich der Bereich übrigens, in dem wir einfahren, ist was Besonderes. Nämlich, es gehört zur Außenalster und damit haben wir tatsächlich hier die letzten paar hundert Meter Privatgrundstücke, die noch bis an das Wasser der Außenalster hinunterreichen. Das ist Ihnen bestimmt aufgefallen, das gibt es sonst nirgendwo anders, sonst immer einen Weg, einen Park, eine öffentliche Fläche, eine Straße, irgendwas am Wasser entlang. Hier führt der Weg ausnahmsweise hinter die Villen entlang. Was Ihnen auch aufgefallen sein dürfte, die Bauvorschriften sind hier ziemlich streng. Also man sieht meistens Altbauvillen. Neu zu bauen ist relativ schwer. Das ist leichter, eine alte Villa wieder fit zu machen. Denn man muss sich so zum Beispiel an Kupfer-Schieferdächer halten. Wir haben Fassadenfronten, die vorgegeben werden, Farben, Materialien. Aber jetzt sichten Sie gleich ein Gebäude, das hat nichts davon. Da fragt man sich, wie hat denn das die Abnahme geschafft? Ganz einfach, das wollte die Stadt Hamburg unbedingt haben. Im Jahre 1998 wollte man zeigen, dass die Alster auch modern kann. Ne? So als erstes richtiges modernes Gebäude. Da hat man dann sich einen Star-Architekten gesucht, der das umsetzt. Das war Hadi Tirani. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Na, Hadi Tirani ist in Hamburg eigentlich relativ bekannt. Wenn Sie ihn nicht kennen, kennen Sie ihn für seine Bauwerke. Zum Beispiel die Europapassage, Dockland im Hamburger Hafen, die tanzenden Türme auf St. Pauli, der Berliner Bogen am Berliner Tor, all das ist von Hadi Tirani, genau wie dieses Bauwerk. Man sieht es auch wunderbar, er hat wieder viel mit Glas gearbeitet. Was aber die wenigsten wissen, seine Gebäude sollen, wenn es geht, optisch etwas darstellen. Gucken Sie sich das mal an. Kommen Sie drauf, was Sie sich hierbei optisch gedacht haben könnte?
Jetzt wer hat das gesagt? 100 Punkte. Ne? Ein Kreuzfahrtschiff von Achtern, also von hinten gesehen. Ne? Gucken Sie mal, die einzelnen Etagen sollen die Decks sein. Oben ein Freideck angedeutet mit Schornstein. Den Garten selbst dann angelegt wie die Heckwelle eines fahrenden Schiffes. In der Mitte ein kleiner Teich, der soll Schraubenwasser darstellen. Und die Büsche ringsherum, die sollen die Schaumkrone symbolisieren. Das ist halt ganz typisch Hagi Tirani. Übrigens in den 4 Jahren, wo ich jetzt frage, was das denn so ist, ist einiges bei rumgekommen. Vielleicht ist bei Ihnen auch im Kopf was rumgeschwirrt. Zum Beispiel ein Herz, ein aufgeschlagenes Buch, ein Schmetterling, ein Elefantenfuß. Letztens war oben runtergezogen, kommt ein kleines Mädel zu mir, sagt, das ist eine schlafende Eule. Oder dieses Jahr Vatertag war auch nicht schlecht. 6 halbwegs betrunkene Kölner an Bord auf Vatertagstour. Die leiten hier in die volle Tour rein, dass wir einen Arsch backen. Also je nach Gemütszustand kommt da so einiges bei rum, lässt der Fantasie so einiges offen. Die Wohnung selber, die oberen, sind 140 Quadratmeter groß und der Rest um die 100 Quadratmeter. Als sie 1998 fertiggestellt waren hier, waren die beiden obersten Wohnungen noch die beiden teuersten von Hamburg mit einem Wert von 4,5 Millionen Euro. Abgelöst wurde das dann erst durch die oberste Wohnung im Marco Polo Tower in der Hafen City. Die kostet knapp 12 Millionen, gehört jetzt dem den die Fluglinie Emirates gehört. Und die teuersten Wohnungen jetzt, sagt man, sind in der Elbphilharmonie. Aber da an Preise zu kommen, da beiße ich mir sowas von die Zähne aus, das sage ich Ihnen. Ich habe einen Makler gefragt, das ist ein guter Freund vom Kollegen wiederum. Er sagte, man munkelt, das ist wirklich nur rausgegeben worden an Leute, die auch wirklich liquid sind. Also man weiß, die könnten das interessieren und die sollen wohl um die 40.000, 50.000 Euro der Quadratmeter gezahlt haben. Das sind aber keine offiziellen Zahlen, das ist, was im Moment an Gerüchten so rumschwirrt. Was aber reingekommen ist, wir sind ja alle verkauft, was reingekommen ist, in 2 Wohnungen, 135 Quadratmeter groß, zu mieten. Die beiden teuersten Wohnungen von Hamburg mit einer Miete von 15.200 Euro kalte Monat. Übrigens, einen Parkplatz sollte man dazu nehmen. Auch da habe ich mich mal erkundigt. Jetzt, vor 2 Monaten ist das gerade soweit gewesen. Da konnte, also Parkplätze schon länger, aber die Wohnung. Damit wurde so ein Parkplatz natürlich interessant, wenn man da wohnt. Kostenpunkt im Jahr nochmal 38.000 Euro extra. Ja, finde ich ganz schön hart. Ich persönlich dachte mir, das ist ein bisschen viel und habe mir mal durchgerechnet. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe ein Ticket kassiert am Jungfernstieg. Habe ich doch an die falsche Stelle gestellt im neuen Wall. 35 Euro. Einmal hochgerechnet, 365 Tage. Tatsächlich ist es günstiger, jeden Tag in Hamburg falsch zu parken, als sich einen Parkplatz in der Elbphilharmonie zu bauen. Mit Abschleppen kommt man da im Jahr so auf 15.000 vielleicht. Ne? Also ist auf jeden Fall günstiger. Ja, für mich wäre das eh nicht kein Parkplatz. Da wäre ja der Parkplatz teurer als das Auto, was draufsteht. Ne? So, wir haben gewendet und begeben uns dann jetzt zur nördlichsten Stelle der Ausgangsliste. Thank you.
viel schnell, das ist sie schon, die nördlichste Stelle der Außenalster. Hier vorne rechts an der Spitze sehen wir noch den größten privaten Bootsanleger an der Alster. Das ist Bobby Reich mit angeschlossenem Café und Restaurant. Auch da fehlt schon über die Hälfte der Boote, die jetzt ins Winterquartier verschwunden sind. Voraus wird es nochmal interessant, nämlich sehen Sie auch auf den Tischkarten, die Kuhkoppelbrücke haben wir dort. Ich meine, auf den Tischkarten sind dargestellt, wenn sie groß wie Tower Bridge in London, ist um einiges kleiner im Art Deco-Style geeignet. Sie wurde gerade frisch restauriert, das ist ganz toll geworden. Die ganzen Muster sind wieder hergestellt. Gucken Sie gleich mal an dem Türmchen hier, in der Mitte, da haben wir gerade diese Muschelkacheln, oben haben wir Meerjungmänner eingelassen, im Geländer selber sind dann so Blätter mit drin, Muscheln und Tanzhapfen und so Krams. Oben die alten Leuchten wieder da, in den Aufgängen, zum Beispiel in der rechten Seite so ein Schaubild, das stellt noch die Fischerei von damals auf der Alster da. Hier sieht man noch eine schöne Fischerei, die ist ja 140 Jahre alt. Also heutzutage haben wir noch 21 Fischsorten, und wenn man sie haben möchte, dann kann man sich die nur selber fangen mit dem Kornbüchern. Die Kuhkoppelbrücke selber ist nicht nur hübsch, sie ist auch geografisch wichtig, denn sie markiert genau die Grenze von der Außenalster zum Flussverlauf Alster. Also hier fängt jetzt die eigentliche Alster. Von hier geht es theoretisch noch so knapp 50 Kilometer weiter bis zur Alsterquelle im Hennstedter Moor. Das ganze Schiff kommt jetzt zum Alsterschiff, ist auch nicht wirklich weit. 6-7 Kilometer könnte man fahren. Dann würde man ankommen, natürlich mit der Schleuse Wilsdorf. Und dahinter wird es wirklich ein flaches Schiff. Dann ist es weit im Alsterschiff, führen er vielleicht mit dem Hausbrötchen. Stadtteilmäßig sind wir jetzt übrigens angekommen wieder auf einer Grenze. Das ist in Hamburg ganz häufig der Fall, dass Stadtteile durch auf Wasserflächen getrennt werden. Rechts ist zum Beispiel der Stadtteil Winterhude und links der Stadtteil Harvestehude. Jetzt wurde ich tatsächlich dieses Jahr das erste Mal gefragt, ob das nicht was miteinander zu tun haben könnte, weil es steckt ja beides Hude im Namen. Da habe ich mal herausgefunden, was Hude überhaupt bedeutet. Mein Opa mal gefragt, der spricht noch Plattdeutsch. Hude ist ein Lagerplatz, also Winterhude, Winterlagerplatz, Harvestehude, Erntelagerplatz. Habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt und damals, also ich meine, heutzutage kommt man drauf, das sind teure Stadtteile, ne? Jeder kommt darauf, wenn er den Namen hört. Früher waren es halt sehr zweckmäßige, hier hatten wir viele Bauernhäuser, Felder auch, die Straße rechts, Leinfahrt heißt das. Ne? Da haben wir ganz viele Diplomatenbilder am Anfang, Hamburger Kaufmannshäuser. Da hat man komplett ein kahles Ufer gehabt und dann solche Schuten, das ist was wir rechts hinter uns sehen, in moderner Form, schwimmende Hohlkörper ohne eigenen Antrieb, die hat man mit dem Korn der Felder beladen und dann mit einer Leine von Land aus entlang gezogen. Deswegen Leinfahrt. Ne? Also wie gesagt, das ist komplett vorbei. Was aber hier schön ist, die Bauvorschriften, die sind nicht so streng wie am Binnen- und Außenalster. Hier wird so viel Unterschiedliches gebaut, also die Strecken hier hoch in Alsterlauf, die lohnen sich richtig. Das nennt sich der Kanalfahrt, dauert 2 Stunden. Allerdings die letzte Fahrt für dieses Jahr ist ja um 15:45 gefahren. Das Ganze geht erst wieder im Mai nächstes Jahr. Ja, wir wenden und fahren dann wieder Alster-Rundfahrt wieder zurück auf die Außenalster. Hier gibt es meinerseits gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir haben jetzt, wenn wir rauskommen, gleich den Alster-Wanderweg noch an der rechten Seite. 7,4 Kilometer sind das. Das ist ein wunderbarer Weg, um mal um die Außenalster herum zu spazieren. Speziell auf den Tischkarten sehen Sie auch die Westseite, die uns jetzt gleich begleitet. Das ist der Alster-Park. Ne? Da ist wirklich ganz hübsch, viele schöne grüne Wiesen. Da kann man sich mal hinsetzen, so Bänke im Sommer und im Frühjahr. Pflanzen die da auch immer ganz nett. Dann haben wir eine Runde Freilauf, die sind wieder im japanischen Teil. Und vorne das Café Cliff, wo man sich wunderbar auf den Anleger setzt, kann man was zu trinken. Aber wieder von meiner Seite zu erzählen, gibt es da nicht so viel. Ich mache eine Sammelpause, schneide mal die Pflanzen von runter. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie jetzt ganz schnell nach vorne. Ich melde mich erst wieder nach dem Anleger. Rabenstraße, also nach dem Alsterpark, wenn es dann wieder interessant wird. Thank you.
Gestaltung, um vielleicht das Ende oder auch der Anfang vom Alsterpark zu finden. Markiert wird das durch den Anleger Harbungsstraße, der höchste Anleger hier. Das rechts daneben haben Sie das eingerüstete Gebäude, das ist die Hauptzentrale der Wasserschutzpolizei. Da sehen wir auch ein paar Patronen im Boot auf einmal liegen. Ne? Noch eins legt da glaube ich sogar gerade ab und dann fahren wir schon mal los. Die Feuerwehr ist da noch mit drin, das wird jetzt demnächst so ein bisschen ausgebaut, das Ganze hier. Wir haben eine ziemlich zentrale Stelle, sodass wir die Alster wunderbar überblicken können. Ein Stückchen weiter rechts voraus haben wir dann so ein weißes Gebäude, gut, das ist alle hier aus Glas, und hat so ein weißes, mattes, gerüstetes Dach. Das ist das neue Spitzenhotel hier an der Alster. Vorher, vielleicht wenn Sie vor ein paar Jahren in Hamburg waren, dann kennen Sie das noch gar nicht. Vorher stand hier so ein Betonklotz, und zwar das Hotel Intercontinental. Das Hotel Intercontinental ist pleite gegangen, es wurde versteigert und ich sage mal ganz gern, das hat sich dann der Herr Kühne sich unter den Nagel gerissen. Jetzt wissen Sie, wen ich meine, Klaus-Michael Kühne von der Spedition Kühne und Nagel, einer der reichsten Deutschen. Er hat das Gebäude hier abgerissen, für knapp 100 Millionen Euro neu gebaut und das dabei rumgekommen, das Hotel The Fontenay. The Fontenay ist architektonisch was Besonderes. Es sind drei ineinander verschliffene Kreise. Von Konzept zeigen alle Zimmer auch nach außen und keines nach innen. Zimmerpreise, wenn man mal guckt, die kosten jetzt aktuell 250 Euro das Einzelzimmer und 9000 Euro die teuerste Suite. Da ganz oben ist dann erstmal die Hotelbar, da kann man als Lichtgast hin. Das ist die untere der Ebenen mit dem Sonnenschirm und auf der obersten Ebene, da haben wir das Lakeside-Restaurant, wunderbar, einer der 50 besten Köche der Welt kocht dort, der Schweizer Cornelius Speine, und zwar auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube, das vegane Menü ist das günstigste für 95 Euro pro Person. Das teuerste ist das Fischmenü, aktuell, das ändert sich saisonal, liegt es, ich glaube, 6 Gänge bei 195 Euro. Das geht eigentlich, ich habe nochmal sagen lassen, für die Sterneküche ist das gar nicht mal so viel. Hauptsächlich bekannt für einen ihrer Dauergäste.
ist das seit 20 Jahren, über 20 Jahren da drin. Das ist gut. Und ansonsten kommen wir von außen in den Brücken wieder runter durch. Super. Auf die Binnenmasse.